Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format. Sie wird unterstützt von der BayWa Stiftung München. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem BayWa-Magazin. Wir möchten in diesem Magazin die vielfältigen Geschäftsbereiche und Einsatzfelder der BayWa AG und der BayWa Stiftung für Sie genauer beleuchten. Und heute dreht sich alles bei uns um die BayWa Stiftung. Dazu haben wir zu Gast Maria Thon, die Geschäftsführerin der BayWa Stiftung. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Frau Thon. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Gock. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Da freue ich mich auch sehr darauf. Starten wir gleich mal mit der Stiftung als solcher. Warum wurde die denn überhaupt gegründet? Wie ging das los? Ja, der BayWa AG ist seit jeher die Übernahme der sozialen Verantwortung, gesellschaftlichen Verantwortung sehr wichtig. Und darum hat der Vorstand bereits 1998 aus Anlass des 75-jährigen Firmenjubiläums die BayWa Stiftung gegründet. Vielleicht ein paar Eckdaten zur BayWa AG. Das ist ein internationaler Handels- und Dienstleistungskonzern mit 17.000 Mitarbeitern, die in über 40 Ländern unterwegs sind und einen Umsatz von rund 16 Milliarden Euro erwirtschaften. Jetzt haben Sie ja schon die Projekte erwähnt. Seit 1998 gibt es nachhaltige Bildungsprojekte auch der BayWa Stiftung, unterstützt durch die BayWa AG. Ein paar Worte dazu. Wie kam das zu diesen Projekten und wie ging es da auch los dann? Ja, es passt eben auch sehr gut zum Konzern. Wir haben den Fokus unserer Bildungsprojekte auf gesunde, ausgewogene Ernährung gelegt und erneuerbare Energien. Bei unseren Projekten dreht sich alles um Bildung. Bildung ist der Grundstein und darauf haben wir eben auch die Projekte ausgelegt. Gesunde Ernährung ist sehr wichtig, gerade schon im Kindesalter, für die Kinder, für die Jugendlichen, sich damit zu beschäftigen, weil es doch ihre Entwicklung sehr stark beeinflusst. Ist auch eine Frage der Gesundheitsprävention und darum haben wir auch hier uns sehr stark vor unserer Haustür fokussiert. Und im Bereich erneuerbare Energien sind wir auch hier in Bayern, Baden-Württemberg tätig, aber eben auch international in Afrika, in Tansania, setzen wir ein Projekt um mit Ingenieure ohne Grenzen. Da geht es um Biogasanlagen für afrikanische Landwirte. Ein reines Hilfe-zu-Selbsthilfe-Projekt. Und was auch noch sehr wichtig ist, die BayWa AG unterstützt uns sehr stark und übernimmt alle Verwaltungskosten und verdoppelt jede Spende, die uns erreicht. Somit kommen 200% der Spenden direkt bei den Kindern an. Und so können wir die Vielzahl unserer Projekte, es sind jetzt über 20 Projekte, die wir umsetzen, sehr gut realisieren. Super, das hört sich sehr spannend an. Und wir wollen jetzt auch gleich mal in ein großes Projekt, was ihr auch bei der BayWa Stiftung durchgeführt habt, mal hineinschauen. Das nennt sich das Schulgartenprojekt Gemüse, Pflanzen, Gesundheit, Ernten. Das fand ganz genau in Landshut statt, eine Art Schulgarten, wie schon gesagt. Und da durften wir mit der Kamera dabei sein und schauen uns jetzt mal dazu einen kleinen Film an. Da muss noch jede Menge Erde rein. Es wird eifrig gewerkelt an der Realschule in Landshut. Die Schülerinnen und Schüler legen zwei Hochbeete an. Im Rahmen des Projekttages Gemüse, Pflanzen, Gesundheit, Ernten der BayWa Stiftung dürfen die Jungs und Mädels einen gesamten Tag lang selbst kochen, einen Ernährungsparcours durchlaufen und praktisch mit anpacken. Die anderen ärgern sich jetzt halt alle und sind halt neidisch, weil sie auch einen Tag frei haben wollen. Aber wir haben den Tag ja sozusagen nicht frei, wir arbeiten ja auch. Wir kochen selber was mit den Lebensmitteln, die man selber im Garten anbauen kann. Was ich davon noch nicht gewusst habe, dass in der Karotte ja das Provitamin A ist und dass der Körper das nur aufnehmen kann, wenn man dazu Fett auf sich nimmt. 14 Schulgärten hat die BayWa Stiftung in diesem Jahr bereits um zwei Hochbeete erweitert. Die Schülerinnen und Schüler sind mit vollem Enthusiasmus dabei. Die praktische Arbeit bringt den Kindern dabei einen enormen Erfahrungswert.
Genau. Was wir feststellen und auch die Rückmeldung von den Lehrern bekommen, ist, dass diese praktische Erfahrung unheimlich wichtig ist. Die Kinder haben immer weniger Möglichkeiten dazu, das einfach mal auszuprobieren. Es gibt weniger Gärten, es gibt einfach weniger Zeit, so einen Garten zu betreiben. Insofern ist es unheimlich wichtig, dass sie in der Schule die Möglichkeit haben, das, was sie im Unterricht lernen, auch mal live und in Farbe draußen selber zu testen. Gewundert, weil Nutella hat ja schon 84 Zuckerwürfel. Wie Nutella dann noch über 100 Gramm Fett haben kann, weil das passt doch irgendwie nicht ins Glas rein. Die Hochbeete sind nun angepflanzt, dann noch ein wenig Wasser darüber und schon bald können die Realschüler in Landshut ihr Gemüse auch ernten. Jetzt haben wir ja viele begeisterte Kinder in dem Beitrag gesehen, Frau Thon. Auch einen kleinen Jungen, der sich gewundert hat, wie viel Fett in eine handelsübliche Nuss-Nougat-Creme so hineinpasst. Die lernen auch viel über Lebensmittel, die Kinder natürlich, ja, in dem Projekt. Absolut. Und es ist immer wieder schön, vor Ort zu sehen, welche Überlegungen die Kinder anstellen und was sie alles doch mitnehmen. Und es ist ja so, dass viele Kinder erstaunlich wenig über gesunde Ernährung wissen. Und die Zahlen sprechen für sich. Mehr als 40% der Kinder glauben, dass süße Milch, Riegel und Pommes gesunde Lebensmittel sind. Und auch die Zahlen der KICS-Studie sprechen für sich. Die Zahl der übergewichtigen Kinder haben in den letzten 30 Jahren um 50% zugenommen. Und die Zahlen der Kinder mit Adipositas, also Fettleibigkeit, haben sich sogar verdoppelt. Und dann ist es umso schöner, wenn wir vor Ort erleben, wie sich die Kinder auch mit den Lebensmitteln beschäftigen, auseinandersetzen. Und bei unserem Projekt Gemüsepflanzen, Gesundheit, Ernten haben die Kinder die Möglichkeit, die einzelnen Schritte zu erleben. Wie wächst das Gemüse? Wo kommen unsere Lebensmittel her? Sie schätzen auch den Wert der Lebensmittel stärker. Es wird weniger weggeworfen. Wenn Sie dann sehen, dass es doch ziemlich viel Pflege braucht, bis so eine Tomate reif und rot am Strauch zu ernten ist. Und bei unserem Projekt, das beginnt mit einem Aktionstag, dürfen die Kinder alles selber machen. Dadurch bleibt natürlich das Erlernte, Erlebte länger im Gedächtnis haften. Die Kinder schrauben die Hochbeete selbst zusammen, wie wir gesehen haben, pflanzen ihre Pflanzen ein und haben sehr viel Spaß dabei. Manche Kinder haben sogar schon den Pflanzen Namen gegeben, als sie eingepflanzt haben. Es ist für die Kinder ein besonderes Erlebnis. Und wenn sie dann noch Fett- und Zuckerdetektive spielen können, ist das auch eine Bereicherung. Und besonders das gemeinsame Kochen anschließend macht ihnen sehr viel Spaß. Da wird sehr viel probiert und abgeschmeckt, ob das jetzt auch wirklich gut geworden ist. Also zu meiner Jugend gab es solche Projekte leider nicht. Wie viele Schulen haben Sie denn erreicht auch mit diesem Schulgartenprojekt? Wir haben 2013 gestartet und haben inzwischen 100 Schulen, die am Projekt beteiligt sind. Somit sind über 6000 Kinder dabei, die vom Projekt profitieren. Mhm. Es fragt sich der ein oder andere Zuschauer natürlich, wie kann ich an so einem Projekt auch teilnehmen, vielleicht mit meiner Schule oder ähnlichen Vereinen. Wie kann man sich da an euch wenden auch? Die Grundschulen können sich gerne bei uns bewerben. Es gibt auf der Homepage ein Bewerbungsportal unter www.baywa-stiftung.de. Und für nächstes Jahr, für dieses Jahr sind wir schon mittendrin. Ab Mai geht es wieder los, sind wir wieder bei den Schulen. Und auch Eltern, interessierte Eltern, können gerne ihre Schulen ansprechen, die Schulleitung, die verantwortlichen Lehrer. Und wir freuen uns über die Bewerbungen. Jetzt haben Sie schon die begeisterten Kinder angesprochen. Wie kommt das selber auf Sie zurück, wenn Sie so das Feedback der jungen Menschen wahrnehmen bei diesen Projekten? Für uns ist es wunderbar, wenn wir an der Schule sind und dann gemeinsam mit den Kindern in der Erde graben, Pflanzen einsetzen und auch erleben, welch besonderes Erlebnis es ist für Kinder, in der Erde zu wühlen, Erde zu spüren. Viele haben das noch nie gemacht. Und ja, es ist für uns eine große Bereicherung zu sehen, wie gut das bei den Kindern ankommt. Ein kleiner Ausblick vielleicht noch auf dieses Jahr. Was wird da noch alles passieren auf diesem Sektor auch an Projekten? Ja, wir haben viel vor. Das Projekt wollen wir immer weiter ausbauen. So hat das Team der BayWa-Stiftung den Ernährungskompass entwickelt. Das ist ein buntes Aktionsbuch und da gibt es Ernährungshelden. Das sind gezeichnete Gemüsefiguren, zum Beispiel Hotte Karotte, Heidi Himbeere, Kalle Kartoffel, haben also auch ganz lustige Namen. Und die zeigen in dem Buch den Kindern, was sind Ballaststoffe, Vitamine, Kohlenhydrate, wo kommen die her, warum brauche ich die eigentlich? Und dann gibt es auch noch wertvolle Tipps fürs Pausenbrot, fürs Frühstück. Und das Besondere ist in dem Buch,
das die Kinder von uns bekommen. Sie bekommen es geschenkt auch mit nach Hause. Ist ein Spiel hinten mit dabei, wo sie mit der ganzen Familie zusammensitzen können und dann ihr Ernährungswissen und pfiffige Bewegungsfragen lösen können. Also super, das sind sehr spannende Projekte. Frau Thurn, bisher vielen Dank. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind dann gleich wieder für Sie da mit unserem BayWa-Magazin. Willkommen zurück zu Ihrem BayWa-Magazin, liebe Zuschauer. Bei uns heute zu Gast Maria Thon, die Geschäftsführerin der BayWa-Stiftung. Frau Thon, jetzt haben wir schon einiges gehört über spannende Projekte der BayWa-Stiftung. Aber nicht nur die Ernährung liegt Ihnen als Stiftung am Herzen, sondern auch die Bewegung und der Sport bei den jungen Menschen. Ja, Ernährung und Bewegung hängt ja bekanntermaßen sehr eng zusammen, geht im Einklang. Und so haben wir uns entschieden, das Ernährungsprojekt um das Modul Bewegung zu erweitern. Und setzen hier auf Basketball. Basketball ist ein toller Teamsport, den sowohl Jungs und Mädchen gut ausüben können. Und es ist auch so, dass die BayWa AG Hauptsponsor des FC Bayern Basketball ist. So haben wir auch da sehr viel Unterstützung von der Geschäftsführung des FC Bayern Basketball. Und es kommen dann oft auch Jungprofis zu den Aktionstagen, was für die Kinder ganz toll ist, ein super Erlebnis. Ja, und beim Basketball erleben die Jugendlichen eben auch den Teamgeist, Fairplay, lernen mit Erfolgen und Niederlagen umzugehen und macht ihnen vor allen Dingen riesig Spaß. Also Sport auch als wichtiges, soziales, verbindendes Element, kann man sagen? Ja. Absolut, ja. Und da durften wir auch mal mit der Kamera dabei sein bei diesem Basketballprojekt der BayWa-Stiftung. Und da schauen wir jetzt mal rein in einen kleinen Beitrag. In die Fußstapfen der Profis treten, das konnten die Schülerinnen und Schüler des Sonderpädagogischen Förderzentrums München Südost zumindest für einen Tag. Denn die BayWa Stiftung hat einen Aktionstag rund um das Thema Basketball auf die Beine gestellt. Unter anderem kamen zwei Jungprofis des FC Bayern Basketball und zeigten den Jugendlichen so manche Tricks. Also es macht Spaß, auf jeden Fall. Also ich kann gerade nicht reden, aber es ist irgendwie so ein tolles Gefühl. 44 Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse kamen dabei in den Genuss einer einzigartigen Sportstunde. Und auch die jungen Bayern-Talente fanden den Tag ziemlich gelungen. Auf jeden Fall lustig für uns, auch mal zu sehen, mit den Kindern zu arbeiten, die Begeisterung in den Augen zu sehen. Ich kann mich erinnern, vor 5, 6 Jahren war ich auch noch so ein Kind und habe mich voll begeistert für den Sport. Ich habe auf jeden Fall schon ein paar Talente entdeckt. Das Thema Bewegung rückt in diesem Jahr erstmals in den Fokus des Ernährungsprojekts der BayWa-Stiftung. Seit 2000 besteht die Schulpatenschaft mit dem Sonderpädagogischen Förderzentrum München Südost. Nun wird diese um wöchentliche Basketballtrainings mit verschiedenen Trainern erweitert. Vom Dribbeln über Wurfübungen bis hin zu einem großen Basketballturnier. Die Schülerinnen und Schüler konnten sich auspowern. Also beim Basketball lernt man erstmal diese Durchsetzungsvermögen, dass man immer am Ball bleibt, dass man nie aufgibt, auch wenn es mal hart wird, dass man dann, also zum Beispiel, wenn man hinten liegt im Spiel, dass man immer zurückkommen kann. Der bunte Aktionstag der BayWa-Stiftung zum Thema Basketball war schon mal ein voller Erfolg. Und nun geht es für die Schülerinnen und Schüler mit den wöchentlichen Trainingseinheiten weiter. Das Sonderpädagogische Förderzentrum haben wir in diesem Beitrag gehört, Frau Thon. Sie unterstützen das auch mit einer Schulpatenschaft. Was verbirgt sich dahinter genau? Ja, diese Schulpatenschaft begann schon 2010 mit einem Frühstück. Und im Sonderpädagogischen Förderzentrum sind Kinder mit einem besonderen Förderbedarf. Die liegen uns sehr am Herzen. Das sind Kinder mit Sprachproblemen oder Sozial-Emotional-Problemen. Und auch im vermeintlich reichen München haben nicht alle Kinder ein Frühstück dabei, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und so haben wir 2010 begonnen mit Frühstück für diese Kinder. Und es hat sich eine unglaublich tolle Partnerschaft mit der Schulleitung, Frau Safadi, und den Lehrern entwickelt. Ein sehr engagiertes Lehrerteam. Und wir fördern die Kinder inzwischen in jeder Altersstufe, ganz individuell, mit Bewegungsprogrammen, einem Schulgarten, einem Kartoffelfeld, heilpädagogisches Reiten und auch Bewerbungstrainings für die Jugendlichen, was ich als sehr, sehr wichtig erachte, damit die Jugendlichen die Möglichkeit haben, auch einen Job zu finden und Teil der Gesellschaft zu sein.
Jetzt haben wir schon viel Spannendes gehört über Ernährung einerseits, dann Sport, Bewegung andererseits. Es gibt natürlich auch den Bereich erneuerbare Energien und die Schärfung des Bewusstseins, auch Verantwortung für unseren Planeten zu übernehmen. Wie sieht das genau aus, da Ihr Engagement in diesem Bereich? Ja, das halte ich als sehr wichtig und sehr wesentlich. Wir sind verantwortlich für unseren Planeten, für die Umwelt. Und es leben jetzt schon 7,4 Milliarden Menschen auf dieser Erde. 2050 werden es 10 Milliarden sein. All diese Menschen brauchen Energie, Ernährung und vor allem auch Wasser. Und so haben wir unseren Fokus auch auf Wissensvermittlung zu erneuerbarer Energie gelegt. Das machen wir auch hier vor unserer Haustür in den Grundschulen, aber auch in Afrika, in Tansania, gemeinsam mit dem Verein Ingenieure ohne Grenzen. Und das ist ein reines Hilfe-zur-Selbsthilfe-Projekt. In Franken gab es ein spannendes Projekt, wo wir auch gleich nochmal genauer in einen Beitrag hineinschauen werden. Da haben Sie mit Schülern ein Windrad gebaut. Vielleicht ein paar Worte schon mal vorab dazu, was da passiert ist. Das war ein einzigartiges Projekt. Ich denke, in ganz Bayern, Studenten der Universität, nein, der Hochschule, war ein Stefan Triesdorf. Ja. Lehrer, Schüler haben gemeinsam ein 8 Meter hohes Windrad gebaut. Und haben alles selber gemacht, die Rotorblätter geschnitzt. Aber ich will nicht zu viel verraten. Es war ein Projekt, wo die Schüler über selber tun und selber erleben, sehr viel über erneuerbare Energien erfahren haben. Und ich denke, dass das natürlich in dem Bereich auch ganz wichtig ist, dass man schon im jungen Alter dieses Verantwortungsgefühl entwickelt, auch für die Umwelt und für das, was uns umgibt und wo wir auch leben und die Luft zum Atmen und ähnliche Dinge natürlich, das genauer wahrzunehmen einfach als junger Mensch. Absolut, das ist sehr wesentlich und das ist der zentrale Kern dieses Projektes, den Kindern zu zeigen, wie geht das eigentlich, was ist erneuerbare Energie, damit sie es nicht von der Theorie her nur erfahren, hören, sondern auch selber erleben und einen Beitrag leisten können und dann auch immer im Schulhof sehen, wie ihr Windrad Energie liefert. Das war für die Jugendlichen der Mittelschule in Bechhofen ein sehr, sehr großes Erlebnis, eine besondere Erfahrung. Ja, und dieses Erlebnis wollen wir uns jetzt auch mal genauer anschauen. Ein waschechtes fränkisches Windrad, das schauen wir uns jetzt mal an. Es wird noch eifrig gehämmert, nachgebohrt und justiert, bis es endlich sitzt. Das selbstgebaute Windrad der Grund- und Mittelschule in Bechhofen ist zur Endmontage bereit. Künftig soll es im kleinen Tippidorf der Schule für Strom sorgen. Ein einmaliges Projekt der BayWa-Stiftung in Kooperation mit der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und der Grund- und Mittelschule. Man baut halt schon als erstes die Flügel. Das ist das Einfachste am Anfang. Und dann kommen halt die ganzen elektronischen Sachen. Wir mussten den Generator selber machen, also selber gießen, selber die Spulen drehen. Dann mussten wir auch selber bei der Firma Oechsler die Metallteile feilen, dann schweißen. Es ist ein Pilotprojekt und eine ganz besondere Chance, das Thema erneuerbare Energien anzupacken. Weltweit baut die BayWa ca. 200 Megawatt Windkraftanlagen pro Jahr. Erneuerbare Energie ist für Kinder sehr spannend, aber doch sehr theoretisch. Und mit diesem Projekt lernen sie selber planen, bauen, zusammensetzen, selber etwas aufbauen. Und besonders ist auch, dass hier die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf mit eingebunden ist. Genau mit solchen Projekten, wie sie hier heute gefeiert wird oder wie sie hier heute auch demonstriert werden. Windkraftanlagen zum Anfassen, selber bauen. Genau das bringt die Windenergie, die Erneuerbaren, den Jugendlichen, den Kindern näher. Es ist ein Projekt, welches Hand in Hand geht. Die BayWa-Stiftung hat das Projekt finanziert. Schule und Hochschule zogen dafür an einem Strang. Das natürlich praktisch, sodass das Rad sich nun wirklich dreht. Unter feierlichem Jubel wurde das Windrad auf seinen Mast im Tippidorf der Grund- und Mittelschule Bechhofen bei Ansbach montiert. Also ein ganz wichtiges Projekt, wie wir gerade gesehen haben, Frau Thurn. Begeben wir uns jetzt einmal von Franken ganz weit weg Richtung Afrika. Da gibt es auch ein besonderes Engagement der BayWa Stiftung. Ja, hier in Bayern leben wir natürlich sehr privilegiert, haben alles, was wir zum Leben brauchen. Es ist nicht in allen Ländern so. Stellen Sie sich ein Dorf in Tansania vor, wo Männer und Frauen täglich mehrere Stunden Brennholz sammeln müssen, um Energie für ihre Kochfeuer zu haben. Diese Kochfeuer rauchen sehr stark, belasten die Umwelt und vor allen Dingen die Gesundheit der Menschen. Und was mich persönlich sehr erschüttert hat,
ist die Tatsache einer Studie, das Ergebnis einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO, dass jährlich 400.000 Menschen in Afrika an Rauchvergiftungen, Verbrennungen sterben. Also ich denke, es ist sehr wichtig, dass man hier was tut. Wir haben gemeinsam mit Ingenieure ohne Grenzen das Projekt Biogas ins Leben gerufen. Und da geht es darum, dass die Bauern, die Landwirte in Tansania geschult werden, Biogasanlagen selbst zu bauen und auch zu warten. Und die Anlagen werden mit organischen Abfallstoffen bestückt. Somit haben die Bauern nachher auch wertvollen Dünger für die Anlagen. Es sind sehr viele Workshops und Seminare durchgeführt worden in einer dreijährigen Forschungsphase. Ja, und jetzt kochen die Frauen begeistert mit dem Gas, lassen inzwischen das Holz liegen, was mich sehr gefreut hat. Das war eine sehr gute Nachricht aus Tansania. Das Holz bleibt liegen, es wird nur noch das Biogas genutzt. Auch in einer Mädchenschule wurde eine große institutionelle Anlage gebaut. Und so lernen die Mädchen von Anfang an den Umgang mit Biogas und tragen dieses Wissen auch wieder mit nach Hause. Und es hat noch eine weitere tolle Komponente. Am Nachmittag können die Frauen in dieser Schule lesen und schreiben lernen. Es hat also einen sehr ganzheitlichen Ansatz, dieses Projekt. Ich bin so begeistert, ich könnte stundenlang davon erzählen. Also ein reines Hilfe-zur-Selbsthilfe-Projekt. Was begeistert Sie jetzt besonders an diesem Miteinander? Sie haben Ingenieure ohne Grenzen angesprochen und auch die Einheimischen, dieser Wissensfluss und dieser Austausch, der da auch stattfindet. Ja, es ist tatsächlich ein gegenseitiges Lernen. Wie bauen in Tansania die Menschen Mauern der Biogasanlagen? Wie machen wir das? Und es ist ein schönes Geben und Nehmen. Und es ist eben ein reiner Wissenstransfer, dass dort Arbeitsplätze entstehen können und sich die Lebensumstände der Menschen verbessern. Und das ist eine sehr wunderbare Geschichte. Und wir werden es weiter ausbauen. Es hat sich inzwischen ein Kompetenzzentrum entwickelt, wo an 8 verschiedenen Dörfern Biogasanlagen entstanden sind. Und es kommen täglich 100 bis 150 Interessierte, die selbst Biogasanlagen bei ihren Bauernhäusern bauen wollen. Und das freut uns natürlich sehr. Also es geht immer weiter und wir wollen jetzt in Nachwuchsförderung gehen und haben noch viel vor. Wenn man viel vorhat, ist man natürlich auch auf Spenden angewiesen für viele weitere Projekte. Wie kann denn jetzt der ein oder andere auch tätig werden, um die BayWa-Stiftung gezielt zu unterstützen? Ja, wir freuen uns natürlich über jede Spende, sind auf Spenden angewiesen, denn alle Projekte sind spendenbasiert. Das Schöne ist, dass die BayWa AG alle Verwaltungskosten trägt und jede Spende verdoppelt. Somit ist es auch für den Spender schön zu wissen, das Geld kommt 100% an und von jedem gespendeten Euro kommen sogar 2 Euro direkt bei den Kindern an. Kann man noch so einen kleinen Blick auf den Fahrplan des laufenden Jahres werfen, was so alles noch an Herausforderungen, an spannenden Dingen ansteht für die BayWa-Stiftung? Sie haben vorhin schon ein bisschen was erwähnt, aber vielleicht noch mal so einen Gesamtausblick vielleicht für die Stiftung als solche. Ja, wir haben, wie gesagt, viel vor. Den Ernährungskompass wollen wir an die Grundschulen verteilen. Im nächsten Jahr haben wir 20-jähriges Stiftungsjubiläum. Da wird der Ernährungskompass an über 20.000 Schüler, Drittklässler in Bayern verteilt, die an unserem Projekt schon mitmachen. Es gibt eine App, die jetzt im Oktober online geht. Die App ist für die Eltern, weil wir auch die Eltern in das Projekt mit einbeziehen wollen, mit Wissenswerten über Essen, Bewegung und auch Gärtnern zu Hause. Und derzeit läuft eine Studie, eine Evaluation gemeinsam mit der TU München, die uns auch maßgeblich mit unterstützt. Und da wollen wir die Wirkung messen, wie sich die Kinder entwickeln mit unserem Schulgartenprojekt, mit Ernährung, Bewegung und wie es eben ohne wäre. Also es ist immer viel geboten. Und ganz wichtig natürlich auch, die jungen Menschen kann man perfekt ansprechen, wenn man jetzt über Dinge wie eine App geht, weil das ist natürlich auch das, mit dem sich jeder heutzutage den ganzen Tag beschäftigt, natürlich mit den Handys, den iPhones, den Smartphones und so weiter. Natürlich, die Digitalisierung ist überall präsent und schreitet voran. In diesem Fall haben wir die App ganz gezielt auf die Eltern ausgerichtet, weil in der Grundschule es auch oft nicht so gern gesehen wird, wenn die Kinder mit dem Handy zu viel hantieren. Und ist aber trotzdem natürlich tun. Ich denke, dass auch der eine oder andere Jugendliche in die App schauen wird. Super. Also vielen Dank, Frau Thon, dass Sie heute bei uns gewesen sind und uns so viel Spannendes erzählt haben über diese wunderbaren Projekte der BayWa Stiftung. Viel Erfolg für alles Weitere, was da noch kommen wird und kommen sollte. Und wir sehen uns wieder, liebe Zuschauer, bei unserem nächsten BayWa Magazin. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Alles Weitere erfahren Sie natürlich auch im Internet unter www.münchen.tv. Bis zum nächsten Mal. Ihnen allen eine angenehme Zeit und auf Wiedersehen.
Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die eben gesehene Sendung ist ein Business TV-Format. Sie wurde unterstützt von der BayWa Stiftung München.